Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, wir sind ein bisschen verspätet und bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt: Meine Strafe war zu gering. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr irgendwann in eurem Leben mal etwas Schlimmes gemacht habt, eine Schuld auf euch geladen habt und dann auch dafür bestraft worden seid. Aber ihr sagt heute so im Nachhinein: nee, ich bin zwar bestraft worden, aber das war eigentlich viel zu wenig und damit kann man das gar nicht mehr gut machen. Mit der Strafe kann man das nicht gut machen, was ich da angerichtet habe. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Auf die Mail unbedingt eure Telefonnummer draufschreiben und die Mail, wenn es geht, recht kurz fassen. So. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Judith und Judith ist 49 Jahre alt. Guten Morgen, Judith. Ja, hallo Domian. Hallo Judith. Meine Strafe war zu gering. Ja, ist so. Um was geht's bei dir? Es war schon 30 Jahre her, aber ich empfinde das heute noch so, dass sie wirklich zu gering war. Und zwar habe ich versucht, meinen Sohn und mich umzubringen. Der war damals 18 Monate alt. Das war eine ganz schreckliche Lebenssituation und ich wollte uns beide einfach nur da rausholen, ne, rausbringen und weglaufen oder irgendwo hin. Konnte nirgendwo hin. Du warst 19 Jahre alt? Ja. Und ja. Der Sohn war 18 Monate alt? Genau, ja. Warum wolltest du euch umbringen? Ja, weil die ganze Lebenssituation furchtbar bedrohlich war. Was genau war das? Ich habe furchtbare Angst vor meinem Mann gehabt. Der hat mich misshandelt, der hat mich eingesperrt, der hat mich total isoliert. Und ich habe nur noch Angst gehabt. Ich habe nur noch jeden Tag Angst gehabt. Ich habe selbst auf dem Hochzeitstag schon Prügel gekriegt von ihm. Da hätte ich mich eigentlich schon trennen müssen. Mhm. Und ich muss aber dazu sagen, dass dieses Kind, also mein Sohn, dass das nicht sein leiblicher Sohn war. Er hat mich also mit diesem Kind schon geheiratet. Ah, ja. Und dann hat er den aber später als Bastard beschimpft und mich als Drecksau. Und ach, ich weiß nicht, alles ganz, ja, einfach ganz, ganz furchtbar. Was wolltest du genau tun? Wie wolltest du dich und dein Kind umbringen damals? Wir hatten abends noch Besuch und mein Mann, der hat irgendwie die Wohnung nochmal verlassen. Wir hatten wieder uns gestritten und der Besuch ist dann auch irgendwann nachts weg und nach Hause. Und ich war dann alleine in der Wohnung und mein Junge hat geschlafen. Er lag in seinem Bettchen, hat geschlafen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann in dieses Zimmer reingegangen und ich bin zu mir gekommen, weil der furchtbar geschrien hat und ich hatte ihm die Pulsadern aufgeschnitten. Dem Kind? Dem Kind, genau. Dem kleinen Kind. Hattest du schon die Pulsadern geöffnet? Und dann habe ich durch sein Schreien, aber bin ich zu mir gekommen in dem Moment. Ich habe vorher keine Bilder. Du hast das wie in Trance gemacht. Ich habe vorher keine Bilder. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Mhm. Wir hatten ja Besuch, wir hatten Alkohol getrunken. Ich habe auch dann wohl noch alleine weiter getrunken. Und ich... Warst du denn sehr, sehr stark alkoholisiert? Ja. Das schon. Denk ich schon, du schaltest dem kleinen Kind die Pulsadern auf. Wohl auch irgendwie neben mir gestanden haben. Ich weiß nicht mehr. Ich habe ja sowieso durch diesen psychischen Druck und ich habe auch immer Medikamente schon damals genommen. Ja. Ich war damals schon depressiv und habe auch damals immer schon Pillen eingeworfen. Das wusste ich aber damals nicht. Erzähl, wie es dann weiterging. Du hast dem Kleinen die Pulsadern aufgeschnitten und er hat geschrien. Als er dann geschrien hat, bin ich zu mir gekommen, aber ich habe immer noch diesen Tunnelblick. Wenn ich mich heute erinnere, ich habe immer noch diesen Tunnelblick, ich weiß. Und dann habe ich einfach nur Hilfe geholt und habe mir das Kind dann geschnappt, in eine Wolldecke gepackt und habe auf Hilfe gewartet. Dein Mann, dieser Mann, der war weg, der war nicht da. Ach, der war nicht da. Der war nicht da. Dann bist du mit dem Kind ins Krankenhaus gefahren? Ja, das erste Bild, was ich dann wieder habe, ist im Krankenwagen. Mhm. Du hattest die aber selbst noch nicht irgendwie was. Nee, da ist ja gar nicht mehr zugekommen. Das ist nicht zugekommen, ja. Nee, da ist es ja gar nicht mehr zugekommen. War der Junge dann, er war zu retten, hoffe ich. Ja. Was ist danach geschehen? Ich vermute mal, dass man dir das Kind weggenommen hat, oder? Die haben erstmal den Jungen natürlich ins Krankenhaus gebracht und der Krankenwagenfahrer hat mich, das erste Bild, was ich wieder habe,
ist im Krankenwagen, dass ich dem gegenüber sitze und der mich anguckt und fragt, was ist passiert, wer hat das gemacht? Und da habe ich gesagt, ich. Ja. Und da hat er natürlich furchtbar sauer reagiert und hat gesagt, das müsste man mit Ihnen oder mit dir auch machen oder ich weiß nicht mehr. Und dann das nächste Bild, was ich habe, ist schon im Polizeipräsidium. Mhm. Ich habe also immer Aussetzer. Ich weiß immer nicht, was zwischendurch alles passiert ist. Mhm. Ich habe nur so Fetzen von diesem. Also du standest dann ja unter Mordverdacht, ne? Ich weiß noch nicht mal mehr, worauf die Anklage später lautete. Eins nach dem anderen. Das Kind kam ins Krankenhaus, ja. Du kamst zur Polizei. Ja, ich durfte den Jungen auch dann erstmal die ersten Tage nicht sehen, weil die ja nicht wussten, macht die noch mal irgendwie was oder. Wie lange hat der Junge gebraucht, um sich wieder zu stabilisieren? Der hat mehrere Wochen da. Mehrere Wochen. Die haben mich in den Dienst gehabt. Bist du dann in Untersuchungshaft gekommen? Nein. Nein. Die haben mich vernommen und nach Hause geschickt. Ja, weil denen klar war, dass es eine psychische, ein Blackout war, ein Aussetzer, ich oder? Ich bin dann zwar auch noch ins Krankenhaus gekommen, Tage später, in die Psychiatrie, wegen Beobachtung und weil die wohl auch rausfinden wollten, was überhaupt mit mir los war. Mhm. Aber da kann ich mich auch wieder nur an ellenlose Fragebögen erinnern. Ja. Als das Kind dann einigermaßen wieder fit war, wohin kam das Kind dann? Erstmal zu meiner Mutter. Zur Mutter. Ja. Du wurdest aber angezeigt. Das haben die wohl gemacht. Es kam zu einer Gerichtsverhandlung? Ein halbes Jahr später. Ja. Und zu was bist du da verurteilt worden? 2 Jahre Bewährung. Wann hast du dein Kind wiederbekommen? Hast du es überhaupt wieder? Ich habe sofort wieder Kontakt gehabt und der war auch später wieder bei mir. Mhm. Ja. Also hat man das schon berücksichtigt, dass du in einer extremen psychischen Notsituation gewesen bist? Muss wohl, aber trotzdem. Hattest du denn? Hattest du denn damals, bevor du das gemacht hast, so Tage vorher oder Wochen vorher, im bewussten Zustand, ohne Alkohol, dir überlegt, ich nehme mir und dem Kind das Leben? War das schon ein Gedankengang gewesen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich habe nur mal gedacht, du musst hier irgendwie raus, du musst hier irgendwie weg und ich wusste aber nur nicht wie. Ich habe einfach keinen Weg gesehen. Also da war schon dahinter, ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, mir noch Hilfe zu holen oder Polizei oder weiß ich nicht, was irgendwas. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht, mir Hilfe zu holen. Ja. Ne? Was ist mit dem Partner dann geschehen? Wir waren noch eine Zeit lang zusammen. Ich war, als das passiert ist, schwanger mit dem zweiten Kind. Von ihm? Und als die Verhandlung war, war ich im 8. Monat. Da bin ich hochschwanger dann in der Verhandlung aber gewesen. Ich kann mich auch an die Verhandlung überhaupt nicht erinnern. Du hast dich dann aber von diesem Mann getrennt. Später haben wir uns dann getrennt. So, dieser kleine Wurm, der damals 18 Monate alt war, ist heute 19 Jahre alt. Der ist 31 Jahre alt. Das ist ja 30 Jahre alt. Ach, 30 Jahre, natürlich. Du warst 19 Jahre alt damals. Das habe ich jetzt verwechselt, ja. Wann hast du ihm das zum ersten Mal erzählt? Meine Mutter hat ihm das schon sehr früh erzählt. Und wie ist er damit umgegangen? Ich will da nicht drüber sprechen. Bis heute nicht. Wir haben zwar mal so ansatzweise versucht, aber ich habe ihm versucht, wie soll man das erklären? Wie soll man das überhaupt, das kann man eigentlich überhaupt gar nicht aussprechen und nicht erklären. Das heißt, diese Schuld liegt immer irgendwie zwischen euch. Ja, natürlich. Und auf dir. Ja, natürlich. Das heißt, du hast nie ein wirklich gutes und tiefes, entspanntes Verhältnis zu deinem Kind aufbauen können. Nein. Auch nicht, als er noch kleiner war? Nein. Weil du immer schlechtes Gewissen hattest. Aber du liebst das Kind. Ja, natürlich, klar. Mhm. Ich bin auch stolz auf den Jungen und das ist auch ein toller Junge, aber dem geht es auch sehr schlecht. Dem geht es auch sehr schlecht, weil ich mich auch die Jahre danach gar nicht drum kümmern könnte. Das ging ja alles noch weiter, weißt du, das ist eine unendliche Geschichte, müssten wir beide Überstunden machen, Domian. Das heißt, du wirst älter und älter und älter, immer mit dem Gedanken, ich trage eine große Schuld und die werde ich mein Leben lang nicht los. Nee, kann man nicht. Wie willst du das bestrafen? Nur heißt ja, unsere Sendung, meine Strafe war zu gering. Ja. Findest du, dass man dich damals härter bestrafen hätte müssen? Ja. Ich habe mindestens mit einer Gefängnisstrafe gerechnet.
Und das hättest und du für dich... ich habe auch gehofft, dass die Frauen mich da richtig dazwischen nehmen im Gefängnis. Ehrlich, das hast du gehofft? Ja. Also es war nicht mehr eine Erleichterung im Gerichtssaal, nur Bewährung, sondern du hast gedacht, ich hätte mehr verdient. Ich hätte wirklich mehr gewünscht, dass sie mich wegsperren. Glaubst du, das ist jetzt hypothetisch, glaubst du, dass es dir heute vielleicht besser ginge, wenn du eine harte Gefängnisstrafe bekommen hättest? Weiß ich nicht, die Schuld ist ja trotzdem Schuld ist immer da. Die gleiche. Mhm. Die Schuld ist ja, die Tat wird ja durch nichts ausgelöscht oder gesühnt oder ist ja einfach nicht. Du hast wahrscheinlich 100.000 und 100 Millionen Mal über all das nachgedacht in all den vielen Jahren. Gibt es keinen Ansatzpunkt, keine Idee, dass es zu einer Versöhnung kommen kann zwischen dir und deinem Sohn? Wir haben einigermaßen entspannt. Also dafür, dass so was Schreckliches passiert ist, haben wir eigentlich ein relativ gutes Verhältnis inzwischen. Mhm. Aber ich mache mir halt auch große Sorgen, weil es ihm so schlecht geht. Mhm. Und du weil er einfach nicht mehr aufs Füße kommt. Und du dir da letztendlich auch eine Schuld, Mitschuld gibst, weil das alles so passiert ist, wie es nun mal halt passiert ist. Ja, natürlich. Mhm. Der Alkohol, ich trinke jetzt seit 15 Jahren nicht mehr und hatte mich relativ gut gefangen auch. Ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht, jetzt 96 und habe auch gearbeitet, auch die Jahre davor immer gearbeitet. Und wirkst aber auch jetzt wieder sehr angeschlagen. Oder was heißt wieder? Ich kenne dich ja von früher nicht, aber wirkst sehr angeschlagen. Ja, klar, das macht mich natürlich immer wieder. Mhm. Das haut mich immer wieder um. Bist du denn mal in irgendeiner Weise mal psychologisch betreut worden, um damit umgehen zu lernen, was da passiert ist? Ich habe jetzt eventuell die Möglichkeit, mal an diese ganzen... oder an die Papiere, an die Akte und an alles vielleicht ranzukommen, dass ich mal Klarheit bekomme. Mhm. Und dass ich dann mit dem Therapeuten eventuell da nochmal durchgehe. Finde ich auch eine gute Idee. Die Therapeuten bis jetzt und Ärzte, die haben alle immer gesagt, ja, die ersten Jahre war ich, glaube ich, gar nicht in der Lage, weil ich habe ja immer noch getrunken und gearbeitet und Pillen reingeschmissen und weiß ich nicht und irgendwie versucht zu überleben. Wie jemand, der so... ja, mit den letzten Atemzügen irgendwie sich immer über Wasser hält, verstehst du? Aber das finde ich wirklich eine gute Idee, wenn du die ganzen Fakten hast. Ja. Vor allen Dingen werden die dir auch die Erinnerungslücken schließen, die das du ist selbst genau hast. Genau der Punkt. Genau der Punkt, ja. Weil ich nämlich vor 2 Jahren dann noch zusätzlich erfahren habe, dass mein Mann, der war vor mir schon mal verheiratet und ich habe wirklich kein Bild, dass die Tochter von meinem Mann mit in diesem Zimmer gewesen ist. Mhm. Die muss damals so 7 Jahre alt gewesen sein. Das habe ich vor 2 Jahren durch Zufall erfahren. Eine Riesengeschichte ist das. Die wäre, das ist Wahnsinn. Um dich herum. Das ist einfach, das ist... Liebe Judith, ich danke dir für das Vertrauen, dass du sie mir erzählt hast. Ja. Würde dir gerne noch ein Gespräch anbieten mit meiner Psychologin, mit Herr Elke. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und vielen Dank für deinen Anruf. Domian, ich bin stolz auf dich. sehr nett, dass du es sagst. Ihr macht wirklich einen super Job. Also, was du da aushältst, das ist wirklich schon hammerhart. Ich danke dir für Ich wünsche dir alles Liebe, ne? Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt, meine Strafe war zu gering. Ich möchte gerne mit euch sprechen, mit denen unter euch, meinen Zuschauern, meinen Zuhörern, die irgendwas mal angestellt haben. Vielleicht etwas sehr Schlimmes sogar und eine Schuld auf sich geladen haben, so wie wir es gerade gehört haben von der Judith, dafür auch bestraft worden seid, sei es jetzt gerichtlich oder sei es auch in einem anderen Zusammenhang. Und ihr sagt aber im Nachhinein, das war zu milde. Das war zu wenig. Diese Strafe war zu gering. Für das, was ich da gemacht habe, hätte ich eigentlich eine viel größere Strafe bekommen müssen. Wenn ihr dieser Auffassung seid, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Peter. Peter ist 23. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Peter. Was hast du gemacht, dass du sagst, meine Strafe ist zu gering? Ich habe vor 2 Jahren meinen besten Kumpel zusammengeschlagen, weil er meine Tochter unsittlich berührt hat. Die war gerade mal 1 Jahr alt. Und dann bin ich halt mit einem Baseballknüppel auf ihn losgegangen. Hast du ihn dabei erwischt, während er das getan hat? Nein, ich habe das von meiner Ex-Freundin damals erfahren. Und sie hat es auch von ihm persönlich gesagt gekriegt, dass ihr Freund, damaliger Freund, meine Tochter unten berührt hat. Und und sie hat es mir dann gleich erzählt. Also der Täter hat es
Ja, das war ihr damaliger Freund. Ja, der hat das also quasi von sich aus gestanden? Ja, der hat das gestanden. Wie kommt das? Das ist ja meine Auffassung. Ich weiß es ja auch nicht, wie das ist, dass er das dann auch noch zugegeben hat. Ja, so, da hat er es gestanden. Deine Partnerin hat es dir gesagt? Sie hat es mir am selben Tag gesagt, ist noch zu mir gekommen, hat die Kleine noch zum Arzt gebracht. Ja. Ob da nicht irgendwie was irgendwie eine Verletzung ist. Ja. Was hat er denn gesagt, was er getan hat? Er hat ihr gesagt, dass er sie, während die Kleine geschlafen hat, unten berührt hat. Mhm. So wie sie mir das meinte, wollte er sie anscheinend baden oder so, Das hat sie ihm auch nicht geglaubt. Und dann hat sie es mir halt erzählt. So. Am selben Tag bin ich dann noch hingegangen. Und erzähl mir genau, was dann abgegangen ist. Du bist dann zu dem hingegangen? Ich bin zu ihm hingegangen, habe als erstes vom Kumpel mir den Baseballschläger geholt und bin dann zu ihm nach Hause und habe ihn dann so krankenhausreif geschlagen, dass er seit 2 Jahren immer noch im Koma liegt. Der liegt heute immer noch im Koma? Oder? Heute ist noch im Koma. Und die Ärzte wissen auch nicht, ob er es überhaupt überlebt. Ja, für mich ist es nicht einfach, weil es mein bester Kumpel war. Ja, nicht nur, weil es dein bester Kumpel war, sondern weil es ein Mensch ist. Ja, aber in dem Moment sind mir so die Sicherungen durchgebrannt. Wenn es um meine Tochter geht, da kenne ich gar nichts. Ja. Deswegen war meine Strafe auch zu milde. Nur 2 Jahre Bewährung. Ja, also, das ist vor 2 Jahren passiert. Hallo? Ja, ich bin auch dran. Ja. Die Verurteilung war dann zwei Jahre auf Bewährung. Warum war die so gering? Für mich war sie zu gering. Ich hätte mindestens durch auch meine ganzen anderen... Wir haben hier eine ganz schlechte Leitung, Peter. Meine Frage war, warum hast du eine so milde Strafe bekommen? Weißt du das? Hast du da eine Idee? Ich weiß es nicht, warum es zu milde war. Ich hätte normal eine viel höhere kriegen müssen durch die ganzen Vorstrafen, die ich schon habe. Mindestens 4 bis 5 Jahre. Ja. Wie hat der Richter das denn begründet, dass es nur 2 Jahre auf Bewährung sind? Ja, das habe ich mich ja auch gefragt. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht mehr mit an dem Anwalt lag. Ich war auch in der Zeit auch in psychiatrischer Behandlung. Ah, ja. Wie hoch war denn die Forderung der Staatsanwaltschaft? 6 Jahre. 6 Jahre? 6 Jahre Haft ohne Bewährung. So, was wäre das für dich eine angemessene Strafe gewesen, sechs Jahre? Das wäre für mich, André, das wäre die Strafe auch gewesen für mich. Die hätte ich auch so akzeptiert. Ja, obwohl du so emotionalisiert bist, das ist dein Kind und der hat dein Kind angefasst. Dennoch sagst du, ich hätte eine härtere Strafe verdient nach dem, was ich da gemacht habe. Ja. Ich hätte, die Strafe ist mir zu milde gewesen. Also es hätte schon 6 bis maximal 7 Jahre werden sollen. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Aussage, die du da machst. Weil natürlich sehr, sehr, sehr viele Leute im ersten Moment, vor allen Dingen Leute, die Kinder haben, so eine Reaktion erstmal verstehen können, dass man da selbst tatkräftig irgendwas unternimmt, was natürlich völlig falsch ist. Aber ich sag jetzt mal subjektiv verstehen können. Dass du das dann so einschätzt, rechne ich dir hoch an. Weil natürlich war dein Verhalten völlig falsch, bei allem Verständnis dafür, dass man sein Kind schützen möchte. Wir leben in einem Staat, in dem es Gott sei Dank keine Selbstjustiz mehr gibt. Dafür gibt es Gerichte und die Polizei, die solche Sachen regelt. Jetzt hast du einem Menschen wahrscheinlich das Leben genommen. Ja, und das ist mein bester Kumpel gewesen. Ich bereue es ja jetzt noch. Nachts ist mit Schlafen nichts mehr. Ich denke fast nur dran, ich habe mich schon so oft bei der Familie entschuldigt, aber... Wie reagiert die Familie, die du wahrscheinlich gut kennst, wenn es ein guter Freund von dir war? Das ist mein bester Freund, den kenne ich schon über 10 Jahre. Wie geht denn die Familie mit dir um und auch mit deiner Entschuldigung? Die sind der Auffassung, dass ich für diese Tat in den Knast gehen soll. Ja gut, aber nun bist du ordentlich verurteilt worden und die empfinden die Strafe wahrscheinlich als Hohn. Die finden es zu wenig. Ja, also, ja. Ich hätte so, an deren Stelle hätte ich mindestens 10 Jahre kriegen sollen, so wie sie mir das immer ins Gesicht sagen. Du bist in einer Wut dahingegangen. Ja. Du hast in einem Wutanfall, in einem Jähzornsanfall diesen Mann fast totgeschlagen. Wann bist du zur Besinnung gekommen? Wann ist dir klar geworden, Gott, was mache ich hier? Was habe ich getan?
erst wie er unten auf dem Boden lag. Und blutend alles. Nachdem du schon bewegt hat, gar nichts. Nachdem du extrem auf ihn eingeschlagen hattest. Da besuchst du den im Krankenhaus? Ich versuche ihn regelmäßig zu besuchen, aber weil die Eltern es ja nicht wollen, dass ich zu ihm reingehe. Ich könnte ja nochmal irgendwas anstellen. Ja. Habe ich von den Ärzten gleich das Verbot gekriegt. Mhm. Auch vom Gericht, dass ich ihm nicht zu nahe kommen darf. Mhm. Mhm. Ansonsten, ja, jetzt dafür noch in den Knast gehen. Mhm. Mit so einer Schuld wird man eigentlich gar nicht fertig, ne? So eine Schuld hat man auf sich geladen für das ganze Leben. Ja. Du hast ja vielleicht Informationen, gibt es denn eine Hoffnung, dass dieser Mann, wenn er auch 2 Jahre im Koma schon liegt, dass er vielleicht doch nochmal erwacht und gesund werden kann? Gibt es da eine Hoffnung oder ist die ganz klar? Die ist 50-50. Ach doch, so hoch noch? Ja, also man weiß nicht, weil er ist jetzt, so wie man das jetzt gesagt hat, ist er jetzt im Wachkoma. Also weiß ja nicht, wie das jetzt gemeint ist, dass er im Wachkoma ist, weil ich habe da nicht so viel die Ahnung von. Weißt du denn, welche Verletzungen genau du ihm zugefügt hast? Also er hatte Schädel-Hirntrauma gehabt, dann hat er auch noch mehrere Knochen gebrochen. Dann ist der Schädel so dermaßen getroffen worden, dass er wahrscheinlich, wenn er irgendwann mal wieder rauskommt, dass er nicht mehr sprechen kann, nichts sehen kann, gar nichts. Also er wird wahrscheinlich dann für immer von den Eltern abhängig sein. Das heißt, wenn er wieder erwacht, wird er auch querschnittsgelähmt sein, alles. Behindert sein. Ja. Wie hat sich denn dein Umfeld verhalten zu dir, nachdem die mitbekommen haben, was du getan hast? Deine Familie, deine Partnerin damals zum Beispiel? Ja, meine Familie, die hat auch gemeint, ich hätte es nicht machen sollen. Also die stehen auch nicht zu mir. Die sagen auch, ich muss jetzt damit selber fertig werden. Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, nix. Meine jetzige Freundin ist die einzige, die noch zu mir hält. Achso, und die Mutter des Kindes hat sich von dir auch getrennt? Ja. Ja, sie hatte sich ja davor schon getrennt. Ach, die hatte sich davor schon getrennt. Ja, 2 Monate vorher schon getrennt. Wie hat sie denn dein Verhalten kommentiert, die Mutter deines Kindes? Na, sie war auch nicht begeistert, wie ich mit ihm umgegangen bin, dass ich ihn dann so dermaßen zusammengedrescht habe, dass er gleich in Koma gefallen ist. Also es gibt auch dazu keinen Kontakt mehr, gar nichts. Also nicht begeistert ist ein bisschen leicht ausgedrückt. Wahrscheinlich war sie entsetzt. Und wenn du sagst, es gibt keinen Kontakt, dann spricht das ja für sich. Ja, es gibt keinen Kontakt mehr. Sie ist in eine andere Stadt gezogen, dass ich auch die Kleine nicht mehr sehen kann. Nix. Ach, du siehst auch das Kind nicht mehr? Ich sehe auch das Kind nicht mehr, nee. Und du kannst das auch nicht verlangen, dass du das Kind siehst? Nee, das ist vom Jugendgericht so angeordnet worden, dass ich die Kleine auch nicht mehr sehen darf. Also das ist ja... Das ist ja auch schon eine sehr schlimme Strafe, die man dir da angetan hat dann. Ja, das ist ja, fehlen tut sie ja einem. Denkst du darüber nach, irgendwann wird die Kleine eine Große sein? Ja, irgendwann mal. Ja, und vielleicht werdet ihr Kontakt dann haben. Dann musst du ihr diese Tat erklären. Ja, wird zwar ziemlich schwierig, aber das werde ich dann schon irgendwie noch schaffen. Gibt es Freunde um dich herum, die zu dir gestanden haben danach? Ich habe noch zwei andere gute Freunde von mir, die haben zu mir gehalten. Die halten auch jetzt noch zu mir. Wie ist es so auf der Arbeit? Hat man das mitbekommen? Ja, natürlich. Das ist bekannt geworden, oder? Oder wie? Ja, das ist bekannt geworden. Das stand auch in der Zeitung drin. Ja. War eine öffentliche Sitzung, also im Gericht. Hast du denn deine Arbeit behalten? Nee, meine Arbeit habe ich dadurch ja auch verloren. Die hast du auch verloren. Und? Auch durch die Strafe. Ja. Und bist du im Moment arbeitslos? Im Moment bin ich noch arbeitslos, ja. Sieht auch sowieso schlecht aus, in meinem Beruf was zu finden. Wie oft denkst du an diesen Fall und an den Mann? Also an meinem besten Kumpel, dass er ja war, an dem denke ich Tag und Nacht. Und was ich gemacht habe auch, also ich kriege nachts kein Auge zu, Albträume, alles, also schon schlimm genug. Hast du irgendeine Hoffnung? Ich habe eine Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann mal aus dem Koma rauskommt und vielleicht doch reden kann und dass ich ihm das auch erklären kann, warum mir das passiert ist.
Ja, diese Hoffnung kann ich mich natürlich nur anschließen, dass dieser Mann vielleicht wieder aufwacht und vielleicht trotz der schlechten Prognose doch vielleicht wieder richtig gesund wird, wenn sich das auch nicht so anhört, wie du es geschildert hast. Was hast du gelernt aus diesem Fall, aus diesem Vorfall? Dass Gewalt keine Lösung ist. Hm. Dass man einen Menschen deswegen nicht gleich so zusammenschlagen muss, dass er dann ins Koma fällt. Hm. Ja, du hast alles verloren. Du hast deine Familie verloren, du hast dein Kind verloren dadurch. Obwohl du es für dein Kind, wegen deines Kindes getan hast. Ja. Hm. Weil sie ist ja auch mein Ein und Alles, also für sie würde ich auch alles tun. Das habe ich meiner Ex auch damals gesagt, ich tue für meine Tochter alles. Mhm. Ich würde über Leichen gehen, ich würde über alles gehen. Ja, aber das ist eben genau geschehen und das ist das Falsche gewesen. Ja. Das ist genau der Punkt, so weit darf es nicht gehen, auch nicht mit der Vaterliebe. Bei allem Verständnis, wie ich es gerade schon sagte, was man vielleicht haben kann, wenn einem Kind etwas angetan wurde. Peter, wenn du möchtest, rufen wir dich auch nochmal an und dann führt meine Psychologin noch ein Gespräch mit dir. Jawohl, das wäre gut. Und könnte ich, wenn es geht, noch ein Autogramm von dir haben? Okay, dann sagst du bitte der Psychologin deine Anschrift und dann schicken wir dir eins. Jawohl. Okay. Okay. Danke für den Anruf und alles Gute. Gut. Tschüss. Weiter geht's mit Antje. Antje ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Antje. Hallo, Domian. Hallo, Antje. Ja, also, du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet heute. Ja, genau. Also ich habe eigentlich noch gar keine Strafe gekriegt. Du hast keine Strafe gekriegt, obwohl du was gemacht hast? Ja, genau. Ich bräuchte eigentlich eine Strafe. Was hast du gemacht? Na, also, ich habe ein Alkoholproblem und mein Freund, naja, immer wenn ich was getrunken habe, dann werde ich sehr gewalttätig. Mhm. Und dann tue ich ihm auch weh. Was heißt das genau? Na, ich schlage ihn dann. Wie schlägst du ihn? Na, meist mit der Hand, also mit der Hand, ja. Ja? Also, naja, es ist manchmal dann... Gibt es auch Gegenstände, die du schon mal in die Hand nimmst und dann auf ihn einschlägst? Nee, das habe ich eigentlich nicht gemacht, aber ich werde eigentlich, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dann war es grundlos, aber ich steigere mich dann immer total rein und und ich werde wütend und ich rede eigentlich nicht mehr viel. Du schlägst nur? Ja. Ins Gesicht? Ja. Mhm. So, dass du ihn schon mal verletzt hast, oder? Naja, er hat schon... Ja, nicht so schlimm, ich bin auch nicht so, ich bin so die Kraft habe ich jetzt auch nicht, aber es hat ihn mehr psychisch mitgenommen. Mhm. Wie verhält er sich denn dann, wenn du das tust? Er geht meist weg, er geht einfach nur weg dann. Mhm. Und dann, das regt mich natürlich jetzt recht auf. Ich bin immer der Meinung, irgendwas, das ist so, wenn ich, dann denke ich immer, er macht irgendwas mit anderen Frauen und dann werde ich wütend. Mhm. Aber er macht nichts mit anderen Frauen und letztendlich bist du immer grundlos wütend, objektiv gesehen, oder? Objektiv gesehen ja, aber wenn ich was getrunken habe, also dann sehe ich das immer anders. Mhm. Wie oft passiert denn das zum Beispiel im Monat? Drei, vier Mal? Mhm. Naja, es ist unterschiedlich. Es ist... Also kann schon sein, dass es pro Woche mal einmal passiert in der Woche. Ja, naja, manchmal ja, ja, ja. Ja, und wie groß ist dein Alkoholproblem? Trinkst du jeden Tag? Naja, fast jeden. Naja, also dann schon ja. Hast du jetzt im Moment, während wir sprechen, hast du vorher auch was getrunken? Ja. Viel? Nein, ich kann auch normal sprechen. Aber das heißt, du bist so jemand... Ich kann da auch nicht sonst drüber reden. Verstehe. Mhm. Was trinkst du denn? Welchen Alkohol, was für einen Alkohol trinkst du? Na, meistens schon Schnaps. Schnaps? Mhm. Und auf wie viel... Und meine Freunde, die verstehen das irgendwie... Was heißt, die verstehen es nicht, die nehmen das gar nicht wahr und... Wie viel, auf wie viel... Das tut mir auch immer so leid im Nachhinein. Mhm. Auf wie viel Schnaps kommst du denn pro Tag? Naja, eine Flasche meistens. Eine Flasche? Hm? Was denn? Wodka, Korn oder was? Nee, so stimmt nicht. Nee, das eigentlich nicht. Ja, was denn? Na, ich trinke mehr so Liköre. Ach, Liköre? Ja, also, nein, so richtig, so ganz schlimme Sachen, so schlimm ist das noch nicht. Na gut, aber diese Liköre haben ja auch 20-30% Alkohol.
Ja. Hängt ja auch drin, wenn man da eine Flasche pro Tag trinkt. Nein, nicht pro Tag, aber manchmal dann ist es wirklich, dann ist auf einmal eine Flasche leer und dann kommt er wieder auf einmal und ich denke wieder, was hat er gemacht und dann werde ich wieder wütend. Was hast du denn gerade für ein Likör getrunken? Also ich trinke gerade Pfefferminzlikör. Mhm. Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Und hast du dieses Alkohol? Ja, das tut mir auch so leid, weil der hat schon ein paar Mal, der hat immer wieder gesagt, also er hat mir immer wieder versucht, mich zu verlassen und er kam aber immer wieder zu mir zurück und... Hast du denn dieses Alkoholproblem die ganzen 3 Jahre schon? Es wurde schlimmer im Laufe der Zeit, würde ich sagen. Ich habe nicht verstanden, es wurde schlimmer? Ja. Mhm. Nein, nicht extrem schlimmer, ich habe das irgendwie, ich würde es einfach noch nicht so wirklich als, meine Freunde sagen mir auch immer, ich soll weniger, also dass es daran liegt, aber ich selber habe... Ich merke schon, du eierst rum, das heißt du... Also ich selber tue mich noch schwer damit, das irgendwie so zu akzeptieren, ich finde ja. Das immer noch... Also wenn ich zu dir sage, bist du Alkoholikerin? Nein. Sagst du nein? Nein. Kannst du ganz auf Alkohol verzichten? Das ist natürlich eine gemeine Frage, ne? Ja, aber die ist berechtigt in dem Fall. Nein, kann ich nicht. Mhm. Dein Freund hat bisher noch nie zurückgeschlagen. Nee. Dein Freund, war das gerade wieder ein Schluck Pfefferminzlikör? Ja. Mhm. Der Freund hat sich bisher immer... Der geht einfach weg dann. Dann sehe ich es auch, wie ich sehe es auch in dem Moment, wie es ihm wehtut. Und er geht einfach weg dann. So, nun hast du halt gesagt, ich bin noch gar nicht bestraft worden, aber ich müsste bestraft werden. Ich gehöre bestraft. Ja, dass ich es endlich mal lerne, dass ich endlich mal irgendwie schaffe, was zu ändern. Aber er schafft es nicht, mir das irgendwie... Was wäre das denn für eine richtige Strafe für dich? Ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn er mich verlassen würde. Mhm, glaube ich auch. Das würde ich nicht ertragen. Mhm, glaube ich auch. Aber ich kann ihm noch nicht sagen, geh weg. Nee, das müsst ihr ja noch. Ein Widerspruch in sich. Mhm. Ja, aber ich meine, letztendlich hast du dein Schicksal selbst in der Hand. Und du redest ja schon ziemlich analytisch über dich. Das heißt, du denkst ja schon sehr über dich nach, über die Situation. Naja, sicher. So, jetzt könnte ich ja eigentlich auch von dir verlangen, du bist eine erwachsene junge Frau, dass du sagst, ich bin in der Situation, ich bin irgendwie so halb Alkoholiker, auf jeden Fall brauche ich das Zeug, ich mache schlimme Sachen. Na, das formulierst du jetzt so, ja. Okay, ich habe extra nicht gesagt, ich bin Alkoholiker, sondern in deinem Sinne gesprochen, sondern Halbalkoholikerin. Hm. Warum unternimmst du nichts? Du könntest ja dir Hilfe suchen. Du könntest zu einem Therapeuten gehen, du könntest zu einer Beratungsstelle. Ja, weil mich keiner ernst nimmt. Und ich denke, dann kann es auch nicht so schlimm sein. Ich fühle mich selber schlecht, aber es also nimmt einfach keiner ernst. Und selbst mein Freund, der macht nichts. Ja, Moment, warst du schon bei einem Therapeuten? Nein, ich bin auch wie albern dabei, Flora, weil das ist ja noch gar nicht so schlimm. Na, also was du mir gerade erzählt hast, klingt nicht sehr toll. Und über kurz oder lang wird dein Freund dich verlassen, weil das macht man nicht lange mit. Ich wundere mich, dass er... Also er macht das jetzt irgendwie 3 Jahre mit und es ist... ja, aber ich weiß, das ist scheiße, aber er, also es, ich meine, keiner gibt mir irgendwie so einen Stoß sozusagen. Das ist nicht okay von dir. Dann müsste ich dir eigentlich wünschen, dass dein Freund dich verlässt. Dann wäre das... Unhöflich. Ja, das ist unhöflich, aber das wär vielleicht so eine Strafe, die dich aufrüttelt, um... Eigeninitiativ dir irgendwie Hilfe zu suchen. Ja, aber ich habe viel zu viel Angst davor, dass er nicht zurückkommen würde. Ja, dann unternimm was, Antje. Jammer nicht rum, sondern unternimm was. Geh zu einer Drogenberatungsstelle, geh zu einem Psychotherapeuten, lass dich von einem Psychologen beraten und so weiter. Geh zu einem Arzt. Die nehmen dich schon ernst, brauchst du keine Sorge haben. Aber liegt das Problem denn wirklich nur bei mir? Ich meine, er lässt sich das ja schließlich auch gefallen. Na gut, aber erstmal... Was ist denn mit ihm eigentlich los, dass er sich das gefallen lässt? Zweitrangig. Erstrangig bist du. Du kippst dir da ständig was in die Birne und du benimmst dich dann so, wofür du dich eigentlich schämst. So, das ist also erstmal dein Problem. Warum er das alles erduldet, ist eine zweite Frage, die brauchen wir gar nicht hier erörtern. Es geht um dich und dass du irgendwas an dir veränderst. Wenn du so weitermachst, wirst du peu à peu immer weiter wirst du immer weiter in die Gosse sinken. Es ist so. Wahrscheinlich, und wenn er dann weg ist irgendwann und dann, ich werde zum Alkohol ertrinken und es wird wahrscheinlich bloß noch schlimmer werden. So, jetzt bekommst du von uns ein paar Anlaufstellen, wo man sich hinwenden kann. Dann ist es deine Entscheidung, das zu tun. Also du meinst, ich sollte auf jeden Fall zu einer Drogenberatung gehen. Ja. Was hast du denn zu verlieren? Du hast mich auch angerufen. Du kannst da hingehen und kannst auch wieder gehen. Kein Mensch zwingt dich irgendwo zu bleiben. Aber tu was und jammer nicht rum.
Und komme der Strafe vielleicht zuvor, dass es gar nicht erst zu der Strafe kommt, sondern dass du selbst sie abgewendet hast, die Strafe, durch deine Veränderung. Mhm. So, du legst auf, wir rufen dich an und du kriegst ein paar Telefonnummern und dann entscheidest du, was du machst. Mehr können wir nicht machen. Okay, dann ist das Gespräch schon beendet. Ja, dann ist das dieses hier erstmal beendet. Okay. Gleich gibt's ein neues Gespräch. Okay, Antje? Domian, ja, danke, soweit. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, weiter geht's mit Kadir. Und Kadir ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kadir. Ja, das Thema heißt, meine Strafe war zu gering. Okay, also jetzt, ich weiß nicht, ob mein Thema jetzt eigentlich ganz genau da dazu passt, weil ich habe jetzt eigentlich die Strafe noch nicht gekriegt. Das ist egal. Erzähl mal, um welche Tat es geht. Okay, das alles hat eigentlich vor 8 Monaten angefangen. Mhm. Und da habe ich mich von meiner Freundin getrennt, mit der ich 6 Jahre lang zusammen war. Mhm. Und das ging eigentlich also 3 Monate lang nach dieser eigentlichen Trennung, haben wir uns eigentlich 3 bis 4 Monate lang noch getroffen. Mhm. Und haben eigentlich so mehr oder weniger, wenn ich das mal so ausdrücken darf, eine Sexbeziehung gehabt. Mhm. Mhm. Ja, und irgendwann stand sie dann vor mir und hat halt gesagt, hey, dass sie jemand anderen kennengelernt hat. Mhm. Und sie mir dann eigentlich gesagt hat, dass sie ihn seit 2 Wochen oder 3 Wochen kennt. Und ich ihr das dann eigentlich nicht geglaubt habe. Und ich eigentlich da davon ausgegangen bin, dass es schon länger ging. Und habe mich eben auf irgendeine Art und Weise betrogen gefühlt. Obwohl ihr da schon getrennt wart? Bitte? Obwohl ihr da schon getrennt wart, als es ihr gesagt genau. hat? Mhm. Ganz genau. Ja. Und naja, dann ist sie an diesem besagten Freitag, als sie mir das gesagt hatte, habe ich eigentlich ihr nur noch gesagt, dass sie zu mir kommen soll oder zu unserer gemeinsamen Wohnung, mhm. ihr ganzes Zeug abholen sollte, mhm. was eben ihr gehörte oder was mich an sie erinnert, mhm. dass ich eben nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Und naja, da ist die ganze Sache dann eben total eskaliert. Als sie dann zu dir kam? Ja, ganz genau. Was heißt eskaliert? Was ist geschehen? Ja, ich bin dann in das Auto gestiegen, habe dann erstmal gefragt, wie der Typ heißt, den sie da kennengelernt hat. Und nachdem sie mir den Namen genannt hat, habe ich ihr dann eben diese Ohrfeige verpasst. Im Auto? Im Auto. Mhm. Und dann? Ja, dann ging das eigentlich, war das eigentlich mehr oder weniger ein Martyrium über 2 Stunden. Über 2 Stunden? Ganz genau. Im Auto? Im Auto. Was heißt, du hast sie 2 Stunden lang im Auto geschlagen? Nee, jetzt nicht 2 Stunden am Stück geschlagen, sondern halt immer wieder eine Ohrfeige und... Warum ist sie nicht ausgestiegen? Domian, hätte sie die Chance da dazu gehabt, hätte sie es wahrscheinlich schon gemacht. Du hattest es verriegelt, oder was? Ganz genau. Du hattest es zentral verriegelt? Ja, ganz genau. Wo stand das Auto? Auf einer belebten Straße? Nee, das nicht da. Auf so einem Feldweg war das. Hm. Ich verstehe es nicht. Ich habe gerade so verstanden, sie wäre zu dir in die Wohnung gekommen. Ja, wir hatten uns hatten wir es vereinbart, dass wir uns bei mir in der Wohnung treffen, aber dann bin ich eben, ich musste in dem Augenblick aus der Wohnung raus und habe dann draußen vor dieser Stadt eben gewartet. Und dann, als sie gekommen ist, bin ich dann ins Auto eingestiegen. Ach so, ihr habt euch draußen am Feld quasi getroffen? Ganz genau. Ach so, und dann bist du in ihr Auto gestiegen? Ganz genau. Du bist in ihr Auto oder sie in dein Auto? Ja, genau, ich bin in ihr Auto eingestiegen. Ja, aber dann hätte sie doch aussteigen können, hätte sie doch fliegen können. Hätte, ja. Dann hat sie es auch nicht zentral verriegelt, oder was? Nee, ich habe sie so mehr oder weniger dran gehindert, aus diesem Auto auszusteigen. Verstehe. 2 Stunden lang? 2 Stunden lang, ja. 2 Stunden hast du die Frau in dem Auto malträtiert, Mann, ja. War die verletzt danach? Ja, da kam eben auch die Polizei. Wie war die darauf aufmerksam geworden? Ich habe zu ihr gesagt, dass wir jetzt einfach zu ihr nach Hause fahren, dass sie ihr ganzes Zeug packt und zu mir zurückkommt. Mhm. Eigentlich was absolut Schwachsinniges. Mhm. Ich habe im Endeffekt von ihr verlangt, dass sie wieder zu mir zurückkommt. Mhm. Und... Wie war die Polizei auf euch aufmerksam geworden? Ja, also ich habe ihr gesagt, dass wir jetzt zu ihr nach Hause fahren, dass sie da ihr ganzes Zeug holen soll. Habe ich verstanden, ja.
Und dann ist sie reingelaufen und in der Zeit, wo ich draußen im Auto gewartet habe, hat sie die Polizei gerufen. Hatte die Frau vielleicht auch Angst um ihr Leben? Das auf jeden Fall. Deswegen ist sie auch nicht geflohen, weil die Angst hatte, dass du sie vielleicht sogar umbringst? Alter, ich habe ihrer Familie gedroht. Da war nichts mehr heiliger. An dem Tag war nichts mehr heiliger. Dann hat sie die Polizei benachrichtigt. Ganz genau. Du saßt noch unten im Auto und hast auf sie gewartet. Ganz genau. Und dann kam die Polizei und was geschah dann? Ja, dann haben die erstmal festgestellt, was da los ist. Und dann sind halt zwei Polizisten hoch in die Wohnung von ihr. Und als sie dann eben den Zustand von ihr gesehen haben, sind die wieder runtergekommen, haben das den anderen, das waren mittlerweile dann schon 8 Polizeibeamte. Und ich sehe halt auch dementsprechend aus. Und du saßt aber währenddessen immer noch im Auto. Ja, dann mittlerweile schon vor dem Auto. Ja, die hatten dich dann rausgeholt. Ja, ganz genau. Dieses ist jetzt vor ein paar Monaten passiert. Das ist jetzt mittlerweile 6 Monate her. Bist du angezeigt worden? Ja, das auf jeden Fall. Eine Gerichtsverhandlung gab es noch nicht? Gab es noch nicht, aber sie steht uns jetzt demnächst bevor. Ja. Und du sagst jetzt schon, obwohl noch gar nicht raus ist, dass die Strafe zu gering sein wird, egal was dabei rumkommt. Also Domian, ich sag's dir ganz ehrlich, seit dem Tag kotze ich mein Leben aus, als wäre mein Mund voller Sand. Also ich habe zwar, weißt du Domian, die meisten Leute oder viele Leute nennen mich mit dem Spitznamen Tyson. Ich muss dazu sagen, ich sehe diesem Typ relativ ähnlich, ob das jetzt von meiner Art und Weise ist oder von meinem Aussehen. Und ich weiß nicht, seit dem Tag komme ich eigentlich, ich habe vielen Leuten schon wehgetan, ich habe viele Leute schon geschlagen, viele Leute in Krankenhaus geschickt, aber seit dem Tag, also seit diesem besagten Freitag, lasst mich die ganze Sache nicht mehr in Frieden. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe jetzt mittlerweile Hilfe von 2 Psychologen in Anspruch genommen. Habe mich freiwillig da gemeldet, weil ich so nicht mehr weiterleben wollte. Also diese Tat hat meine ganze Art und Weise zu leben, das heißt, alles eigentlich in Frage gestellt. Was ja schon mal sehr gut ist. Was ja schon mal sehr gut ist, wenn du dich als Typ charakterisierst, der gerne mal zugelangt hat, ist das ja schon mal ganz gut. Das heißt, du bereust das wirklich aus tiefem Herzen? Ja, Mann. Hat die Frau, deine Ex-Freundin, war die verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste danach? Ja, sie ist dann ins Krankenhaus gegangen, hat eben diese, da machen die ja Fotos und nehmen diese ganzen Sachen auf, oder? Und da hieß es, sie hätte Frakturen und blauen Fleck und ein Fältchen am Auge hat sie gehabt. Also da sind jetzt keine Feuchte oder so geflogen, also das ist mir selber in dem Augenblick nicht so, ich hätte es nicht machen können, irgendwie sie so anfassen, wie ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Typ oder so anfassen. Aber wahrscheinlich hast du es schon sehr brachial gemacht. Und die Frau hatte, wenn ich mir vorstelle, dass du wie Mike Tyson auch aussiehst, hat die Frau wahrscheinlich wirklich Todesangst gehabt. Angst um ihr Leben gehabt. Was wäre denn eine angemessene Strafe für dich? Domian, egal was die mir für eine Strafe geben, keine Strafe, sage ich dir ganz ehrlich, keine Strafe dieser Welt kann das wieder gut machen, was ich an dem Tag gemacht habe. Große Worte. Okay. Weil im Endeffekt muss ich mit diesem Gewissen bis an meinen letzten Atemzug muss ich da damit leben, verstehst du? Und das stimmt schon. Nichts kann das, diese Strafe. Ich will jetzt nicht sagen, lebenslänglich oder so, aber... Nein, du hast sie ja nicht umgebracht. Nee, das nicht. Bist du vorbestraft? Ja, das auf jeden Fall. Auch wegen Gewalt? Nur wegen Körperverletzung. Ja. Dann, was bist du, 28? Ja. Dann sieh das mal jetzt als Wink des Schicksals, diese Geschichte, dass du vielleicht jetzt wirklich dein Leben veränderst. Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Zehn Jahre lang habe ich da damit gelebt, mit der Schuld am Tod meiner Schwester. Dann habe ich, 10 Jahre lang habe ich das mit mir rumgetragen. 10 Jahre lang habe ich Tag und Nacht nur Drogen genommen. Stopp mal eben, du hast Schuld am Tod deiner Schwester? Ja, Mann. Warum?
Weil das letzte Wort, das ich zu meiner Schwester gesagt habe, im Endeffekt ein Fluchwort war und wir im Streit eigentlich auseinandergegangen sind und 2 Stunden später war sie dann tot. Woran ist sie gestorben? Selbstmord, Mann. Mhm. Und du gibst dir da, gibst du dir auch etwas Schuld, weil du ihr nicht geholfen hast? Ihr vielleicht nicht geholfen habe und oder mich so von ihr getrennt habe. Und ihr euch schlecht getrennt habt. Mhm. Ja. Ja, dann hast ja jetzt zweimal, was ich jetzt weiß, wahrscheinlich sind noch viel, viel mehr Sachen vorgefallen, aber zweimal ganz heftige Sachen erlebt. Wenn du das jetzt ernst meinst mit deiner psychologischen Betreuung, ich hoffe, dass du es ernst meinst und das nicht nur strategisch jetzt machst, um gut aus dem Prozess rauszukommen. Nee, das auf gar keinen Fall. Da finde ich das sehr gut, wenn du das machst. Ansonsten wäre ich, also das habe ich auch selber gemerkt, wenn ich diese psychologische Hilfe nicht in Anspruch genommen hätte oder das nicht gemacht hätte, diesen Schritt nicht gegangen wäre, dann wäre ich mit meinem Leben gar nicht mehr klargekommen. Da sind mir 1000 Sachen durch den Kopf, dass ich mir selber das Leben nehme oder lauter so Geschichten leben möchte. Das ist feige. Ja, Mann. Es ist viel härter, sich zu verändern. Ja, das ist viel härter, wenn man das schafft, wenn man so drauf war, wie du drauf warst, wenn man sich dann verändert. Das ist eine viel größere Leistung, als sich das Leben zu nehmen. Hast du dich bei der Ex-Frau entschuldigt schon? Ja, Mann, Domian, das ist jetzt genau 2 Wochen her. Da hab ich sie zufällig eben mit ihrem neuen Freund auf der Straße gesehen. Aber da muss sie doch in Angst und Schrecken gekommen sein. Sie trifft dich nachdem... Wir haben beide im Endeffekt, ich und meine Ex, wir haben im Endeffekt beide um die Wette gezittert vor Angst. Sag ich dir ganz ehrlich. Und ich habe auch nicht sie angesprochen, sondern ich habe da eben ihren neuen Freund angesprochen. Was hast du gesagt? Ja, ob wir eventuell kurz uns zusammen irgendwo hinsetzen könnten, in Ruhe was trinken und in aller Ruhe darüber reden könnten, weil ich das jetzt seit 6, 7 Monaten vor mir hertrage oder mit mir rumtrage. Und wollten die das? Er hat sich dann umgedreht, hat sie gefragt, ob sie da dafür bereit wäre. Und sie hat dann eigentlich auch bejaht, die ganze Geschichte. Und wir saßen uns dann mindestens 1 Stunde oder so gegenüber. Hat dir das was gebracht? Und hat ihr das was gebracht? Ich sag mal so, ich war froh darüber, dass ich ihr das jetzt sagen konnte, was ich gefühlt habe. Hast du den Eindruck, dass sie dir vergeben hat schon? Ich meine, ich habe ihr gesagt, dass ich mich für diese Tat entschuldige. Ich habe auch nicht von ihr erwartet, dass sie diese Entschuldigung annimmt. Und im Endeffekt, was hat sie hätte getan? Hätte ich das auch gar nicht erwarten können, dass sie diese Entschuldigung annimmt, ganz ehrlich. Also sie hat sie auch nicht angenommen? Ich will jetzt nicht sagen, sie hat sie nicht angenommen, aber sie hat es auf jeden Fall verstanden, dass es mir leid getan hat. Und dass du es ernst meinst. Und dass ich es ernst meine, ganz genau. So, Kadir, jetzt wünsche ich dir, dass du diese Kehrtwende in deinem Leben hinbekommst. Egal, was für eine Strafe du jetzt kriegst, wichtig ist, dass du im Kopf umschaltest und all das unternimmst, was dafür nötig ist. Okay? Okay. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Domian. Auf Wiederhören, Kadir. Bis dann. Tschüss. Ciao, mach's gut. Meine Strafe war zu gering, heißt unser Thema. Und wenn ihr der Auffassung seid, dass ihr irgendetwas gemacht habt, für das ihr nicht richtig bestraft worden seid, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein nächster Gast ist der Lars. Lars ist 36. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lars. Was hast du gemacht? Ich bin das zweite Mal erwischt worden mit dem Alkohol am Steuer. Jetzt habe ich erstmal eine Bitte, den Ton an deinem Fernseher ganz abzustellen. Besser? Ich hoffe sehr, ja. Also, Alkohol am Steuer. Ja. Ja. Ich habe es gerade nie. Das erste Mal oder mehrfach? Das zweite Mal. Mhm. Ja. Wie viel Alkohol? Ich hatte damals rein Atemalkohol 2,2 Promille. Oh jo. Und beim ersten Mal? Beim ersten Mal hatte ich 1,9. Ja. Ist etwas passiert? Das erste Mal hatten sie mich nur an der Kreuzung erwischt. Und beim zweiten Mal habe ich einen Unfall gedreht. Aber zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen. Wie hoch war die Strafe beim ersten Mal?
Beim ersten Mal hatte ich einen Monat und 380 Euro Strafe. Ein Monat Führerscheinentzug? Ja, ja. Und 380 Euro Strafe. Ja. Und danach hatte ich dann den Führerschein ja wieder. Und das zweite Mal, da haben sie mir 8 Monate aufbrummt und 1200 Euro. 8 Monate, 1200 Euro. Und das zahlen konnte ich dann nicht. Ich habe das ja automatisch dann ja abgearbeitet. Mhm. Befinden wir uns noch in diesen 8 Monaten oder sind die schon rum? Die sind jetzt im Mai vergangenen Jahres sind's abgelaufen. Ja, das heißt, du hast dann im Mai vergangenen Jahres, das heißt, du hast seit fast einem Jahr deinen Führerschein schon wieder. Nein, ich habe ihn noch gar nicht wieder. Weil ich muss ihn jetzt komplett neu machen. Ach so. Ach so, du musstest den abgeben und dann muss der neu gemacht werden. Ja, ich muss MPO machen und ich muss Rotkreuz und Sehtest und ja. Und wie gesagt, jetzt muss ich halt, wie gesagt, es ist eine Wiedererteilung, also keine komplette Erteilung wieder, sondern nur eine Erteilung wieder. Mhm. Also im Moment, das heißt im Klartext, im Moment darfst du nicht Auto fahren. Genau. Mhm. Du hast die Sendung, meine Strafe war zu gering. Diese 8 Monate und 1200 Euro findest du zu gering? Zumindest die Strafe war zu gering, ja. Mhm. Weil ich mir einfach denke, es hätte ja wirklich was passieren können. Ich hätte ja jemanden totfahren können oder ich hätte jemanden verletzen können. Und Was wäre für dich eine gute Strafe gewesen? Ja, also mindestens 2 Jahre Führerscheinsperre. Mhm. Das ist ja wirklich interessant, wenn man das so hört, dass alle Leute, die irgendwas angestellt haben, sagen, das war zu gering. Wir müssten härter rangenommen werden. Würde dich das mehr abschrecken, wenn es härter wäre? Auf jeden Fall. Ertappst du dich dabei so ganz tief im Inneren, dass du denkst, naja, wenn ich den Lappen jetzt wieder hab, so schlimm ist es ja nicht, wenn ich ihn dann nochmal loswerde, oder? Ja, aber ich sag mir einfach, ich darf mir das kein drittes Mal erlauben, weil... Beim dritten Mal könnte es auch schon ein bisschen härter werden, ne? Hoffen wir mal. Ja, ich stehe mir zumindest in der Gefahr, dass ich den Führerschein halt dann nie wiederkriege. Mhm. Mhm. Und, aber wie gesagt, ich muss wirklich versuchen... Wäre nicht eigentlich auch eine tolle Strafe gewesen, wenn man dir auf Lebenszeit den Führerschein weggenommen hätte? Ja, auf Lebenszeit ist vielleicht nicht so toll. Ah ja, aber das hätte schon gewirkt, ne? Also wenn man wüsste, wenn man so alkoholisiert fährt und erwischt wird oder etwas passiert, ist man den Lappen für immer los. Ich glaube, das hätte eine enorme abschreckende Wirkung. Ich bin sicher, dass wir viel, viel, viel weniger alkoholisierte Leute am Steuer hätten, wenn die Strafen so hart wären. Ja. Musst du mir recht geben. Ja, das ist richtig, das stimmt, ja. Deswegen plädiere ich da auch immer für, dass das sehr hart ist. Weil du hast völlig recht, du hättest ein ungeheures Leid anrichten können, wenn du einen Unfall gebaut hättest, wo vielleicht noch mehrere Leute verwickelt geworden wären. Ich kann dir mal, schön erzählen, wie das dann abgelaufen ist. Ja, bitte. Es war so, ich war arbeitslos und habe mich mit einem Freund an der Tankstelle getroffen. Mhm. Und wie gesagt, dann trinken wir mal ein Bierchen und mal noch ein zweites und mal ein drittes. Und An der Tankstelle. Mhm. Und dann halt, und kommen halt mal ein paar kurze dazu. Mhm. Naja, und dann haben, wie man allgemein erkennt, ich meine, Alkohol enthemmt ja. Mhm. Und ich hab mir gedacht, ja gut, die 5 Kilometer bis nach Hause, die schaffe ich noch. Und naja, und dann in der Kurve ist von mir eine junge Frau abgebogen und ich habe dann, das war regennasse Fahrbahn und ich habe gesagt, naja, das schaffe ich noch. Und dann habe ich die Vorderradbremse zugedrückt und dann habe ich einen Abflug gemacht. Mhm. Genau zwischen, auf einer Verkehrsinsel, genau zwischen Baum und Strauch. Und deswegen kann ich froh sein, dass ich dann niemand zu Schaden gekommen ist. Also, ja, das hätte übel ausgehen können, das Ganze. Extrem übel. Ja. Ja. Wenn du aber am Anfang, du hattest ja schon mal einmal eine Strafe wegen Alkohol am Steuer. Mhm. Die ist dann relativ spurlos an dir vorbeigegangen, diese Strafe. Also spurlos würde ich nicht unbedingt sagen. Ja gut, aber was hat dich nicht daran gehindert, dann nochmal genau das zu tun, was du gerade uns geschildert hast? Ja, ich meine,
dann denkt man ja, okay, jetzt kann ich wieder fahren. Und tja. Lieber Lars, also ich hoffe, wir sind uns beide einig, bin ich genau deiner Auffassung, dass gerade auch in diesen Verkehrsdelikten die Strafen drakonischer werden müssten, viel heftiger werden müssen. Das schreckt die Leute wirklich ab und es würde dazu führen, dass weniger Verkehrsunfälle und weniger Verkehrstote und Verletzte auf den Straßen. Ja. Aber wie viele Leute gibt es denn, die wirklich alkoholisiert fahren und immer wieder? Ich kenne das ja selbst immer aus meiner Verwandtschaft. Ja, wir haben viel zu wenig Kontrollen. Das ist ein anderes Thema dann auch. Ja, ich meine, irgendwo ist es ja auch okay, dass sie Leute kontrollieren. Dass die Polizei kontrolliert ist. Ich finde, das ist irgendwo in Ordnung. Ja, das ist nur nicht in Ordnung, das ist sogar richtig so. Ja, das könnte noch öfter so sein. Sehe ich auch so, ja. Lieber Lars, ich hoffe, dass du nie wieder alkoholisiert Auto fährst. Nee, nie wieder. Also ich habe meine Lektion gelernt. Alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Hier ist Denise. Denise ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Denise. Guten Morgen. Das haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Ja. Aber wir versuchen es doch. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja, es geht in dem Fall, also ich habe gerade den Vorredner gehört, um ein ganz anderes Thema. Eher um was Familiäres. Und zwar ist es so, dass ich alleinerziehende Mutter bin von zwei Kindern und da so reingerutscht bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass sich im Laufe der Zukunft jetzt herausgestellt hat, traurigerweise, dass der Vater meiner ersten Tochter letztes Jahr verstorben ist. Das heißt, verstorben ist relativ klein ausgedrückt, er hat sich das Leben genommen. In Kombination mit Drogenmissbrauch. Und mein zweiter Sohn, der ist 3, der leidet an starker Neurodermitis, seitdem er geboren ist. Du hast unsere Sendung ja, meine Strafe war zu gering, ne? Ja, also mein Thema in der Richtung ist einfach so die Sache von, das sind beides super Kinder und die haben ein Stück weit fast schon mein Leben gerettet. Und ich habe das Gefühl, dass es viel zu viel Geschenk ist für das, was ich dafür gegeben habe. Also diese Kinder sind, wie gesagt, entstanden aus sehr spontanen Entscheidungen. Und das, was ich so bekommen habe, ist einfach sehr, sehr viel. Trotzdem sie beide jetzt Probleme haben und das ist eine andere Art von, diese Strafe war zu gering. So, ich merke jetzt, dass mein Leben ein bisschen aus den Gleisen gerät immer mehr. Seitdem ich die Kinder habe sowieso und... Liebe Denise, ich glaube, wir kommen nicht mehr zu Potte. Ja. Das war jetzt doch zu kurz, das tut mir sehr leid. Wir werden uns aber gleich bei dir nochmal melden, einverstanden? Okay. Dann legst du auf und wir rufen dich vielleicht nochmal an. Okay. Ja? Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung, meine Strafe war zu gering, in der Technik Malte Emels und Ansgar Machalitzki. Wir sind morgen um 1 Uhr wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival, dann mit einer freien Themennacht. Und ab 0 Uhr, wie gesagt, könnt ihr uns immer erreichen hier schon und natürlich per Mail rund um die Uhr. Ich wünsche